Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen in World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Dieser Money Glitch mag ein bisschen tricky sein, aber dafür könnt ihr euch mit diesem Money Glitch eure eigenen Lowrider duplizieren und diese dann für um die 800.000 Dollar verkaufen. Und das Beste dabei ist halt, dieser Money Glitch ist gebypassed, sprich ihr könnt die Autos am laufenden Band ohne Wartezeit verkaufen. Dieser Money Glitch funktioniert derzeit auf der PlayStation 4 und auf dem PC. Wenn der Job, den wir für diesen Money Glitch nutzen, auch auf der Xbox verfügbar sein wird, haue ich den auch unten in die Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einmal zu den Vorbereitungen für diesen Money Glitch. Als erstes solltet ihr euch den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, markieren. Einfach auf den Link klicken und im Social Club markieren. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie das Ganze funktioniert. Als nächstes solltet ihr im Story-Modus euren Zielmodus umstellen. Geht dafür auf Options, Einstellungen und stellt dann dort den Zielmodus auf freies Zielen. Habt ihr das nun gemacht, erstellt ihr euch einfach eine eigene Freundeslobby. Nun braucht ihr die Hilfe von einem Freund, der zu euch in eure Freundeslobby reinkommt. Habt ihr jetzt keinen, der euch hilft, verabredet euch doch ganz einfach unten in den Kommentaren und helft euch gegenseitig. So, als erstes mal braucht ihr jetzt ein eigenes Motorrad-Clubhaus mit zwei Etagen und einer eigenen Tuning-Werkstatt. Als nächstes braucht ihr einen freien Stellplatz in der obersten Garage, wenn ihr euren Mechaniker anruft. Wenn diese nun voll ist, dann parkt halt ganz kurz ein Auto um. Danach braucht ihr eine weitere Garage, die komplett voll ist, und in der Garage muss sich ein Auto befinden, welches ihr wegwerfen wollt. Nehmt am besten einen Elegy oder einen Sprunk Buffalo oder sowas, da diese halt kosten los sind. Abschließend solltet ihr noch Mitglied in einer GTA-Community im PSN sein, und danach können wir auch schon mit dem ganzen Glitch anfangen. Öffnet nun euer Pausenmenü und startet dort den Job, den ihr euch vorhin unten in meiner Videobeschreibung markiert habt. Seid ihr nun in diesem Jobmenü angekommen, geht ihr jetzt ganz einfach ins PSN und danach geht ihr in die GTA-Community. Dort drückt ihr jetzt einmal die L1-Taste und dort seht ihr jetzt alle aktiven Sitzungen von den Mitgliedern in dieser GTA-Community, und dort sucht ihr euch jetzt einfach irgendeine Sitzung aus und dieser tretet ihr jetzt ganz einfach bei. Nun bekommt ihr in GTA eine Meldung, ob ihr wirklich beitreten wollt. Dort drückt ihr jetzt einmal Ja. Nun bekommt ihr eine zweite Meldung, wo steht, dass ihr euren Zielmodus ändern sollt, und dort drückt ihr jetzt einmal Nein. Nun werdet ihr ganz kurz in eurem Motorrad-Clubhaus spawnen und nach einigen Sekunden werdet ihr dort ganz einfach rausgeworfen. Seid ihr nun draußen angekommen, bestellt ihr euch jetzt ganz einfach den Lowrider, den ihr euch verdoppeln wollt. Ich nehme in diesem Beispiel den Sultan RS, der bringt mir schließlich um die 800.000 Dollar ein. Als nächstes solltet ihr mal schauen, ob ihr ein Radio zu Fuß habt, und wenn ihr eins habt, dann habt ihr bis hierhin schon mal alles richtig gemacht. Fahrt nun mit dem Sultan zu eurer obersten Garage in der Mechanikerliste, und wenn ihr dort angekommen seid, klaut ihr euch jetzt ganz einfach ein Straßenauto. Mit diesem Straßenauto fahrt ihr jetzt ganz einfach auf die Garage zu, so dass ihr in die Garage reinfahrt, und wenn ihr jetzt dann in dieser Garagenanimation drin seid, drückt ihr jetzt die ganze Zeit die beiden Sticks auf eurem Controller nach oben, bis die Animation aufhört. Habt ihr jetzt alles richtig gemacht, fallt ihr mit dem Auto ganz einfach unter der Map oder ihr steht ganz einfach wieder vor eurer Garage. Solltet ihr jetzt unter der Map festgefroren sein, habt ihr leider Pech gehabt und ihr müsst hier einmal Selbstmord machen und den letzten Schritt wiederholen. Habt ihr jetzt alles richtig gemacht und ihr steht wieder oben auf der Map, ohne dass ihr eine Minimap habt und ihr könnt das Fahrzeug, in dem ihr gerade drinne sitzt, nicht mehr fahren, braucht ihr jetzt an dieser Stelle die Hilfe von eurem Freund, und euer Freund muss jetzt ganz einfach hingehen und das Straßenauto, in dem ihr drinne seid, einmal in die Luft jagen. Hat euer Freund das jetzt gemacht, werdet ihr merken, das Auto ist im Arsch, aber ihr könnt euch dafür wieder bewegen, denn ihr habt jetzt an dieser Stelle God Mode. Nun muss euer Freund in irgendein x-beliebiges Jobmenü gehen und dort ganz einfach auf euch warten. Ihr geht jetzt hin und lauft zu eurem Lowrider und steigt ganz einfach in euren Lowrider ein. In meinem Fall saß da schon ein Abonnent drin, der erstmal wieder aus dem Auto raus musste, so dass ich auf dem Fahrersitz rüberrutschen konnte. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Toni Niklas. Seid ihr jetzt nun der Fahrer von eurem Lowrider, werdet ihr merken, dass oben eine Meldung erscheint, und zwar steht dann dort, drücke die Pfeiltaste nach rechts, um dein Auto zu tunen. Nun drückt ihr an dieser Stelle logischerweise die Pfeiltaste nach rechts und ihr werdet in eure Tuning-Werkstatt von eurem Motorrad-Clubhaus geworfen. Nun müsst ihr irgendetwas an eurem Auto verändern, ist wirklich ganz egal, was ihr da verändert. Ich empfehle euch das Nummernschild, weil das ist halt ganz einfach das günstigste. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, verlasst ihr ganz einfach wieder die Tuning-Werkstatt und nun werdet ihr merken, dass ihr gefroren seid. Geht nun in eure Party und joint ganz einfach eurem Freund nach in das Jobmenü, in dem der sich ja gerade drin befindet, um euch zu entfrieren. Seid ihr jetzt nun in diesem Jobmenü angekommen, geht ihr ganz einfach wieder hin und verlasst das ganze Jobmenü.
Nun solltet ihr wieder dort spawnen, wo ihr zuletzt in den Lowrider eingestiegen seid. Steigt nun ganz einfach wieder in den Lowrider ein und fahrt mit diesem zu eurer vollen Garage und setzt dort den Lowrider auf irgendein Schrottauto, welches ihr nicht mehr braucht. Und boom, der ganze Glitch ist auch schon komplett fertig. Ich hoffe jetzt mal, dass ihr alle diesen Glitch hinbekommt. Ich weiß, er ist ein bisschen tricky, aber er ist machbar. Solltet ihr dennoch bei diesem Glitch Probleme haben, würde es mich echt freuen, wenn ihr euch gegenseitig in den Kommentaren weiterhelfen würdet. Aber nun gut, Leute, ich bin jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, den Like-Button so richtig verprügeln. Ich würde mich riesig über 400 Likes für diesen krassen Glitch freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.